So, herzlich willkommen. Mein Name ist Hagen Grell. Ich bin Blogger auf hagengrell.de/iProtest und ich heiße alle Zuschauer herzlich willkommen beim ersten Interview der neuen Serie Auf dem Prüfstand. Mein heutiger Gast ist Thomas Becker, Initiator der bundesweiten Online-Petition für eine Bildungsreform und Gründer der Aktion Gute Schule e.V. Herzlich willkommen, Herr Becker. Herzlich willkommen, Herr Grell. Vielen Dank. Herr Becker, die Idee dieser Serie ist ja bei bestimmten Initiativen darauf zu schauen, was steckt da eigentlich dahinter? Was sind die Motivationen? Was sind die Methoden, die dort angewandt werden? Sodass sich der Zuschauer auch ein bisschen ein Bild machen kann, was da eigentlich passiert. Deswegen würde ich direkt mal fragen, was ist denn eigentlich Aktion Gute Schule? Aktion Gute Schule ist ein Zusammenschluss von bildungsinteressierten Menschen. Hauptsächlich Eltern, viele Lehrer, wir haben ehemalige Rektoren, Schulräte mit dabei, die uns im inneren Zirkel, also in der direkten und engeren Zusammenarbeit auch beratend zur Seite stehen, mit denen wir zum Beispiel unseren Vorschlag für eine Bildungsreform ausformuliert haben, ganz detaillierte Wünsche und Forderungen skizziert haben, die gute Schule praktizieren lassen, so wie wir uns das wünschen. Nämlich erkannt, dass das Regelschulsystem, so wie es in den meisten Bundesländern derzeit praktiziert wird, wie heißt es so schön, der Herr Schleicher hat es mal formuliert, aus dem 19. Jahrhundert resultiert, mit Lehrern des 20. Jahrhunderts bestückt ist, die also in der Zeit ausgebildet wurden und sollen damit dann Kinder des 21. Jahrhunderts beschult werden, wobei dieser Begriff allein schon so furchtbar ist. Genau so läuft es nach unserer Erkenntnis in den meisten Schulklassen eben ab. Nachdem es parallel dazu nicht nur revolutionäre Erkenntnisse in der Hirnforschung und in der Pädagogik gibt, ist es so, dass in einigen wenigen Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben und ein vernünftiges pädagogisches Konzept entwickelt haben, dass dort Unterricht vollkommen anders abläuft als im Regelschulbetrieb. Der Regelschulbetrieb basiert auf der ursprünglichen Annahme, auf dem Humboldtschen Lehrsystem, wenn man so will. Es steht in der Regel ein Lehrer vorne und 20, 25, manchmal mehr Kinder sollen zum gleichen Zeitpunkt von dem einen Lehrer nach ein und derselben Methode das Gleiche lernen. Und das geht mit unseren aufgeweckten Kindern halt nur noch bedingt. Und wenn ein paar mehr Aufgeweckte in der Klasse sind, dann wird es für den Lehrer auch schon richtig stressig. Schulen, die das vernünftig machen, haben diesen Weg dieses Frontalunterrichts verlassen und machen selbstorientierte Unterrichte, die den Kindern ermöglichen, ja, vollkommen selbstständig ihren Lernstoff entsprechend zu erarbeiten und ihn, ja, wenn sie ihn gelernt haben, dann dementsprechend zur Prüfung abzuverlangen. Ich muss mal gerade meinem Sohn gute Nacht sagen, der mir hier durchs Fenster winkt. Schlaf gut. Jo. Bevor wir vielleicht bei diesen Sachen wie Frontalunterricht, Selbstständigkeit und Regelschule, was ja auch ein Thema für Sie ist, einsteigen, würde ich vielleicht nochmal zurückkommen zu dem, was Sie eigentlich tun, damit man nochmal einen kleinen Überblick bekommt. Sie haben ja gerade schon angedeutet, Sie haben diesen Entwurf, was nicht nur eine Petition ist, wie ich gesehen habe, die auch online steht, sondern auch einen Entwurf, der da drin steckt. Was machen Sie noch alles, also neben diesen Sachen? Ich habe ja auch gesehen, demnächst wird eine Podiumsdiskussion anstehen. Was passiert alles im Rahmen dieses Aktion Gute Schule e.V.? Das, was wir tun, kann man eigentlich in erster Linie unter der Überschrift Aufklärungsarbeit ansiedeln. Wir versuchen vornehmlich den Eltern und den Lehrern aufzuzeigen, wie eine gute Schule funktionieren könnte. Wir suchen dazu uns die Beispiele in den Schulen, in denen es gut funktioniert, und publizieren diese Erfolge. Und somit, ja, sehen viele Eltern erst einmal, oh, das kann ja noch ganz anders gehen. Es ist nicht so, dass wir zwingend als Hilfslehrer zu Hause das ausbügeln müssen, was in den Schulen nicht vernünftig läuft. Es ist nicht so, dass wir das widerstandslos hinnehmen müssen, dass mit unseren Steuergeldern Schule praktiziert wird, so wie wir es weder wir es wünschen, noch wie es die meisten Lehrer sich wünschen. Die brennen teilweise regelrecht aus in dem System. Da braucht man nicht weit zu gehen. Das sieht man in jeder renommierten Fachzeitschrift, wie hoch die Krankheitsrate in diesem Berufsstand ist. Und das ist darauf zurückzuführen, dass die
innerlich gekündigt haben und dass die mit den ganzen Umständen unzufrieden sind. Ich würde gerade mal noch den Gedankengang zu Ende führen. Sie haben gesagt, bevor wir wieder in die Probleme eigentlich hineingehen, Ja. Sie haben gerade auch gesagt, Sie machen, organisieren dann auch so, also machen Aufklärungsarbeit, organisieren dann wahrscheinlich auch Vorträge, Podiumsdiskussionen, habe ich ja schon gesehen und gesagt. So in diesem Rahmen würden Sie sagen, dass Sie so eine Art alternatives, so eine alternative Medienplattform auch sind auf diesen Bereich gute Schule oder was Sie als gute Schule definieren? Mittlerweile haben wir so viel Fachkompetenz angesiedelt, dass wir jede Menge Zuschriften bekommen, dass sich Menschen an uns wenden, die aktuell akute Probleme in ihrer Schule haben, wo wir dann versuchen, mit unserem erlernten Fachwissen oder mit den Experten aus unseren Reihen auch Hilfestellung zu leisten. Ansonsten machen wir Informationsabende, Diskussionsabende, die von Ihnen gerade genannte Podiumsdiskussion, die in wenigen Tagen stattfindet, Mit auch André noch. Stern, nicht wahr? Genau, den haben wir eingeladen. Wir haben namhafte Größen aus der Bildungslandschaft geladen, eine Professorin, die Grundschulpädagogik neu lebt, ich hätte schon fast gesagt, neu erfindet. Wir haben einen Wiener Stadtschulrat, in dessen Bezirken seit teilweise 15 Jahren Schule praktiziert wird. Ja, ohne Noten, Schule ohne Leistungsdruck, ganz fantastische Ansätze, die sich dort längst etabliert haben, auf die wir hier in den meisten Schulen leider noch, ich sage, teils vergeblich noch warten. Wollen Sie vielleicht auch ein, zwei Namen nennen, so dass man sich mal vorstellen kann, wer so in dem Dunstkreis, wenn Sie jetzt sagen, Experten, die Sie unterstützen auch oder auch Persönlichkeiten, damit man so weiß, wo Sie auch einzuordnen sind? Sie meinen aus dem inneren Zirkel? Ja, aber auch aus den Leuten, was Sie jetzt gesagt haben, die eben dann Vorträge halten, die Professoren zum Beispiel. Wer sind diese Leute? Ja, das sind Interessensallianzen. Eine Professorin, die sich für eine Reform in der Grundschulpädagogik einsetzt, die in ihrem Lehrstuhl lehren soll, die wird bei uns in Bayern mit Argusaugen nicht nur beobachtet, sondern teilweise auch direkt angefeindet. Ich habe da Presseberichte gelesen, die waren alles andere als angenehm ausformuliert. Dabei macht sie nichts anderes, als sich um das Kindeswohl zu kümmern und zum Beispiel Montessori-Aspekte mit einzubinden, aber wir stärken uns gegenseitig dadurch, dass wir uns in Podiumsdiskussionen zum Beispiel begegnen, dadurch, dass wir uns in Publikationen unterstützen, dass wir einfach denjenigen, die es gerne lesen und hören wollen und die noch wenig davon gehört haben, mit diesen Informationen versorgen. Ich habe auch gesehen, dass Sie auch schon namhafte Unterstützer auf Ihrer Website gesammelt haben. Also auf Ihrer Website gibt es so einen kleinen Bereich, wo immer mal so Leute aufgeführt werden, die sich auch eben dazu äußern. Wer ist das so und was sagen diese Leute über Ihren Ansatz? Das sind prominente Bürger unserer Gesellschaft. Das ist von mir aus, Norbert Blüm hat einen, wenn auch sehr spärlichen und durchaus seiner Nebentätigkeit als Komiker gerecht werdenden kurzen Beitrag hinterlassen. Wir haben ein sehr ausführliches Statement zum Beispiel von der Margret Rassfeld, der Leiterin der Evangelischen Schule in Berlin, die als eine der Vorzeigeschulen von Deutschland gilt, die hat uns auch ganz persönlich, wie viele andere, bis hin zum Huber-Burm Statements geliefert, wie sie persönlich ihre Vorstellungen sehen oder ihr Leid mit der Schule haben. Es sind Schauspieler dabei, es sind Schriftsteller dabei, es sind einfach Personen, mit denen wir uns mehr Öffentlichkeitsaufmerksamkeit nicht nur erhoffen, sondern auch bekommen. Wir haben da eine ganze Reihe angeschrieben und inzwischen sind es 42 oder so, die wir hier zusammengetragen haben und wir hören damit auch nicht auf, weil das ein erfolgreicher, kleiner Zweig unserer Aufklärungsarbeit ist, weil jeder dieser Prominenten, und wenn es der Komiker Höcker ist, die haben ihren Fankreis und über den werden wir ein Stück weit bekannter. Und das ist unser Ziel, weil die Elternbelange und die wirklichen Lehrerbelange, die dann kommen, wenn der Lehrer sagt, ich will für mich eintreten, ich darf aber eigentlich nicht, weil ich ja nicht auf die Straße darf, weil ich ja verbeamtet bin. Ja, die wollen wir repräsentieren und die wollen wir letztendlich auch einfordern. Jetzt haben wir viel gehört, die Leute, für die Sie sich einsetzen, also zum Beispiel Eltern, Lehrer, Schüler natürlich.
Wie sind Sie denn selber dazu gekommen? Ich denke, das ist auch von Interesse, um sich mal ein Bild zu bilden, wie Sie eigentlich selbst dazu gekommen sind. Also was Ihr Background ist, haben Sie selber Kinder? Ich meine, wir haben gerade gehört, gut, Ihr Sohn, also wenigstens ein Kind haben Sie. Wie ist Ihr Background? Wie sind Sie dazu gekommen? Zu meinem Sohn, der hier gerade durchs Fenster schaute, darf ich noch drei andere Kinder hinzurechnen. Ich bin vierfacher Vater. Ich habe also schon viele Jahre mit Schule und Schülerleiden und auch Freuden zu tun. Die Initialzündung zur Aktion Gute Schule war eine Zusammenkunft am Gymnasium meines Ortes hier, wo meine beiden jüngsten Kinder zu dem Zeitpunkt in die Schule gingen. Dort hat der Elternbeirat eingeladen. Ich war damals Klassenelternsprecher dort und es war ein Vortrag von zwei Lehrern, die dargestellt haben, wie schwierig es für sie ist, ihrem eigentlichen Auftrag nachzukommen. Die haben so ein Stück weit Lehrpläne analysiert, die haben aus ihrem Alltagsgeschehen berichtet, die haben aufgezeigt, wo sie gerne hingehen würden, also sich entwickeln würden, wie sie gerne, ja, Schule machen würden. Und wir Eltern, wir saßen da und haben große Münder gemacht und haben uns irgendwann mal gefragt, sag mal, ihr müsstet doch eigentlich wie in der freien Wirtschaft, wenn man einen Job, einen Auftrag kriegt, den man nicht erfüllen kann, eurem Chef sagen, ich kann nicht mehr. Und dann war großes Schweigen und Staunen und dann, ja, dann drucksten die so ein bisschen rum und sagten, das können wir nicht. Ja, der Lehrer kann nicht, der ist ja beamtet, der kann ja nicht streiken, der macht halt dann mit. Die sprachen dann nicht mehr für sich persönlich, weil sie waren ja wirklich dementsprechend motiviert und haben auch in ihren Bereichen garantiert viel erreicht. Aber man stößt da als Lehrer unglaublich schnell an die Grenzen, wenn das Kollegium und das Rektorat zum Beispiel nicht mitspielen. Und aus diesem Vortrag heraus haben sich hier eine Handvoll Eltern zusammengetan, mit meiner Frau und mir zusammen, und wir haben innerhalb von ein paar Tagen dieses Portal gegründet, was man heute unter guteschule.eu jederzeit findet, und haben das in der Zwischenzeit mit unglaublich viel Informationsmaterial gefüttert, mit Statements von Experten, mit Links auf hervorragende Interviews und Meinungen. Da ist Spitzer vertreten, da sind wirklich wunderbare Beispiele dabei, wie es wirklich funktionieren könnte und sollte. Mit Spitzer war jetzt Manfred Spitzer sicher gemeint. Richtig, Manfred Spitzer. Mich würde interessieren, Sie haben jetzt gesagt, okay, dieser Vortrag hat Sie da auch motiviert, aber wie war denn auch Ihre vorherige Einstellung? Das würde mich natürlich auch interessieren, weil mir scheint es so, so ein Vortrag kann natürlich sehr eindringlich sein, aber man hat natürlich auch selber eine Vergangenheit, die einen auch in gewisser Weise so prädestiniert, vielleicht auch auf manche Sachen stärker anzusprechen. Deswegen würde mich mal interessieren, waren denn Ihre eigenen Schulerfahrungen positiv oder war das da auch schon so, dass Sie gedacht haben oder jetzt rückblickend denken, na, das hat mich auch schon ein bisschen dazu gebracht, anders zu denken? Aus der heutigen Sicht mag man oder mag ich das durchaus in einen unmittelbaren oder auch starken Zusammenhang bringen. Ich bin, wenn man so will, ein Schulverlierer gewesen. Ich hatte niemand, der mir zur Seite steht. Ich hatte eigentlich durch die Bank weg Lehrer, die ja ihren Unterricht unter Ausübung ihrer Autorität und mit Notendruck absolviert haben. Ich kann mich gerade mal an eine einzige Lehrerin erinnern und die ist gerade damals aus ihrem Referendariat gekommen. Und hat wegen der Art und Weise, wie sie mit uns Unterricht machte, dass sie sich mit uns nämlich auf die große Wiese des Sportplatzes setzte im Sommer und uns dort den Stoff nahebrachte, ja, die hat richtige Schwierigkeiten bekommen. Aber das ist die einzige, an die ich mich mit einem Wohlwollen erinnere. Ansonsten waren da ja ähnlich verstaubte und geradezu erschreckende Charaktere am Werk, die Schüler, die mich versucht haben, klein zu machen. Und ich war damals schon Rebell und bin es heute noch. Und ja, und habe mir dadurch natürlich, nachdem ich mich dagegen aufgelehnt habe, natürlich auch sehr, sehr viele Türen zugeschmissen. Und wenn ich mir heute die Parallele anschaue, Kinder fallen ja nicht weit vom Stamm der Eltern normalerweise, habe ich einen Sohn, der sehr stark nach mir geht, der lässt sich auch unglaublich wenig sagen. Und der ist in diesem Regelschulsystem ähnlich angeeckt wie ich. In der Zwischenzeit kaufen wir uns die Schulbildung für unsere Kinder. Wir haben unsere Kinder auf der Montessori-Schule untergebracht. Und das Kind geht wieder froh und fröhlich in die Schule und kommt nach Hause und sagt, ha, Papa, Mama, da macht's jetzt Spaß. Mit denen kann man reden. Das ist interessant. Mich würde interessieren, gerade natürlich mit solchen Erfahrungen, die auch das erklären, wie
sich dieser ganze Gedanke weiterträgt in ihr Motto. Also beziehungsweise ich habe gelesen, dass auf ihrer Seite auch steht, als Motto, Schule macht Gesellschaft. Wie machen sich denn diese kleinen Sachen, also diese jetzt persönlichen Erfahrungen jetzt von Menschen und wie Schüler behandelt werden, wie wirken die sich denn auf die Gesellschaft aus? Und so verstehe ich, Schule macht Gesellschaft, oder? Was bedeutet der Gedanke? Absolut, ganz enorm. Wenn man sich die Fehltritte unserer Gesellschaft weltweit anschaut, und da zitiere ich jetzt mal gerade mal zwei Punkte, um die sich eigentlich das meiste dreht. Das eine sind die Ressourcen unserer Welt, also die Macht um das Öl und ja, um das Öl. Und das zweite sind die Macht mit und um das Geld. Und die beiden hängen ja ganz stark miteinander zusammen. Und wenn ich mir angucke, was da für Fehlleistungen, also gerade zu Verbrechen an der Menschheit laufen, wenn man mit Nahrungsmitteln spekuliert oder wenn man ärmere Länder oder Entwicklungsländer ausbeutet, weil die Rohstoffe haben und wir sie haben möchten und sich dann vor Augen führt, dass Erwin Wagenhofer hat das auch vor ein paar Monaten mal ganz deutlich gesagt, der Regisseur bzw. der Filmemacher von Alphabet, sich dann anschaut, dass diese Entscheidungen eigentlich allesamt von Akademikern getroffen werden, die unserem derzeitigen Schulsystem heraus entsprungen sind, man sollte einem das zu denken geben. Und diese Auswüchse unserer Gesellschaft resultieren aus dem, was wir in der Schule mit unseren Kindern machen. Durch Selektion generieren wir eine Ellbogengesellschaft, die nicht Teamplayer fähig ist, die so gut wie keine Rücksicht aufeinander nimmt, die in erster Linie ein Auswendiglernen praktiziert, immer mit dem Fokus auf auf den nächsten Event, auf die nächste Steigerung, auf die nächste Probe in dem Fall. Ich meinem Sohn ein Schulbuch aufschlage, früher noch, jetzt ist es besser geworden. Und ich erwische es ein paar Seiten vor dem, wo er sich gerade befindet und sagte, ah, oh, Papa, das haben wir doch schon gehabt, das brauche ich nicht mehr. Dann blättere ich weiter und überblättere den Punkt, wo er gerade ist und bin also zu weit hinten, wo er noch nicht in der Schule war und sagt, und wie schaut es jetzt damit aus, mein Lieber? Sagt er, hey Alter, das haben wir noch nicht, das muss ich noch nicht wissen. Und genau so ist die Grundeinstellung. Und wenn man sich anschaut, wie alternative Schulformen oder in der Regelschule etablierte gute Schulen das inzwischen tun, dass sie den Kindern nämlich den Stoff mit Freude vermitteln, dass sie also an die natürliche Lernbereitschaft des Menschen, dass sie die nutzen und an die appellieren und die Kinder dann individuell auch betreuen können, da läuft das komplett anders ab. Und das wären dann auch Kinder, die von Haus aus gelernt haben, miteinander zu lernen, miteinander zu arbeiten, voneinander zu partizipieren. Das ist keine Ellbogengesellschaft. Und deswegen macht Schule Gesellschaft. Und ich möchte in Zukunft nicht mehr lesen müssen, dass man ja zum Beispiel mit Nahrungsmitteln spekuliert, weil das ist eines der größten Verfehlungen, weil das geht zulasten der Armen oder des armen Hauses unseres Planeten. Das geht überhaupt nicht. Ist interessant, dass Sie das in Verbindung bringen und habe ich natürlich an verschiedenen Stellen auch anders gehört. Mich würde nochmal interessieren, wie Sie den Zusammenhang herstellen. Denn natürlich, und jetzt spiele ich ein bisschen Teufelsadvokat, könnte man natürlich sagen, na, es ist ja gar nicht die Aufgabe der Schule, sich um Moral zu kümmern. Ne, könnte man sagen, in der Schule geht es darum, Wissen zu haben und durch Wissen kommt auch Moral automatisch. Natürlich würde ich jetzt auch selbstkritisch dann wiederum sagen, dass natürlich die Art, wie man zusammenlebt. Und Schule ist ja eine Zeit, wo man viel oder eine große Zeit des Tages, das heißt auch ein Ort, wo man zusammenlebt, wo man zusammen Zeit verbringt. Das heißt, dort lernt man ja auch Sachen neben den Sachen, die einem gesagt werden. Aber ich würde gerne wissen, wie Sie das sehen, wie Sie den Zusammenhang sehen von der Art, denn das ist ja Ihr Ansatz, von der Art, wie Leute unterrichtet werden oder von der Art, wie Leute begeistert werden oder Leuten, Schülern geholfen wird zu lernen oder eben nicht. Und dem, wie sie sich später sozial entwickeln. Denn man könnte natürlich auch sagen, diese Leute, was sie jetzt sagen, die machen das einfach so, das hat nichts mit Schule zu tun, das sind halt schlechte Äpfel, wie man im Englischen sagt, bad apples. Also wie sehen Sie den Zusammenhang dort zum Schulunterricht oder zu der Art, wie Schule gemacht wird heute, zur Beschulung? Ganz logisch. Aber ich möchte noch woanders einhaken. Sie sagten, in der Schule soll Wissen vermittelt werden. Das hört sich eigentlich für die meisten unserer Gesellschaft als ganz normal an. Betrachten wir das aber mal bitte etwas anders, so wie es Richard David Brecht
erst vor ein paar Tagen hier in München auf dem Ganztagsbildungskongress eindeutig und bestens formuliert hat. Wir befinden uns in einer rasant sich fortentwickelten technischen Gesellschaft, einer reinen Technologiegesellschaft, die kurz vor der Google-Brille steht. Wissen ist inzwischen und in Zukunft vermehrt zu jedem Zeitpunkt überall auf der Welt sofort im vollen Umfang abrufbar. Etwas ketzerisch mag die folgende Frage klingen: Warum sollen wir in der Schule überhaupt noch Wissen vermitteln? Wir haben viel zu viel davon, um es überhaupt vermitteln zu können. A. Und B. Ist es ein Blödsinn, etwas zu vermitteln, was ich mit zwei Mausklicks oder fünf Mausklicks innerhalb von ein paar Sekunden auf dem Bildschirm, später auf der Uhr oder in der Iris durch die Google-Brille oder auf der Kleidung oder sonst wo ablesen kann? Ich muss was ganz anderes tun. Ich muss nämlich den Umgang mit dem Wissen vermitteln und die Leute mit Sozialkompetenz ausstatten, sodass sie miteinander vernünftiger umgehen können, um eben Schule macht Gesellschaft im positiven Sinne beeinflussen zu können. Stattdessen laufen in unseren Hochschulen nach wie vor Dinge ab, die man ins 18. Jahrhundert eigentlich zurückspulen könnte, weil sie sich mal gemessen an der Technik oder an den Klamotten so gut wie nicht verändert hat oder nicht gemessen an Technik und Klamotten nicht verändert hat. Nämlich die Tatsache, dass dort Vorlesungen stattfinden. Eine Vorlesung ist eigentlich etwas für eine Ansammlung von Menschen, bei denen einer ein Buch hat und lesen kann und die anderen nicht schreiben und nicht lesen und nur zuhören können. Warum sollen also, so wie meine Tochter hier in München, mit 5000 anderen Studenten gleichzeitig in ein Semester gehen, mit mehreren tausend gleichzeitig eine Vorlesung über Telesitzung besuchen, wo sie nur keine einzige Frage stellen können? Die machen sich fünf, sechs Notizen, gehen nach Hause und googeln sich den Krempel an, den man ihnen vorher vorgesetzt hat, und sie haben Anwesenheitspflicht. Das ist so fernab von jeder vernünftigen Wissensvermittlung, dass man sich eigentlich nur abbeuteln kann. Und da müssen wir eingreifen. Wir müssen es so machen, wie es Maria Montessori zum Beispiel. Und jetzt gebrauche ich den Montessori-Begriff zum zweiten Mal, und zwar ganz bewusst, weil ich selber auch lernen durfte, dass die Montessori-Schule nicht wie viele Eltern ein Auf vom Becken derer ist, die in der Regelschule es zu nichts gebraucht haben, sondern weil die einen kindgerechten Umgang mit den Schülern praktizieren, nämlich nach der Regel vorangehen oder nach der Prämisse leben: Zeige mir, wohin ich gehen soll. Oder Kind, ich zeige dir den Weg, den du gehen sollst, aber du gehst ihn selber. Und das für jedes Kind in seiner Geschwindigkeit und in seiner Kompetenz und ja, in seinen Fähigkeiten. Dieser Ansatz, den Sie gerade genannt haben, vielleicht bloß mal zur Klärung, den Weg zeigen, da würden wir jetzt bloß, oder was heißt bloß, aber sozusagen, es ist ja schon ein Unterschied, aber heißt das noch in dem Falle zum jetzigen System, aber heißt das in dem Falle noch, dass den Kindern schon vorgegeben wird, was sie lernen sollen, wo sie hinkommen sollen, oder wie ist die Entwicklung in dem Ansatz gedacht? Da hätte ich mich etwas zu radikal ausgedrückt, wenn man den Kindern gar nichts mehr vermittelt. Nein, im Zuge des Lernens, nennen wir es ruhig mal so, muss natürlich Wissen vermittelt werden, weil wir brauchen über die normale Fähigkeit des Lesens und des Rechnens natürlich schon ein paar Punkte mehr. Aber wir müssen nicht mehr auswendig lernen. Und wenn man sich anschaut, was Hüter, Spitzer und Co. herausfinden, wie viel Wissen wir in einem Schulleben anhäufen, wie viel danach dann nach dem Studium oder zum Abitur hin dann noch vorhanden ist, dann sind das Bruchteile von dem, was wir irgendwann mal abgeprüft worden sind. Machen Sie sich mal den Spaß, gehen Sie ins Internet und schauen Sie sich die Lehrpläne an. Da stehen Sachen drin für Fünft- und Sechstklässler, die hat mancher, der Geschichte studiert hat, noch nie gehört. Ja, und die sollen die Zusammenhänge in diesen Geschichtsabläufen in der fünften, sechsten und siebten Klasse bereits herstellen können und das eigenverantwortlich, so lautet ja jeder Lehrplan, das anwenden können, das umsetzen. Ja, also das ist so weit weg von dem, was man als wirkliche Wissensvermittlung betrachten darf. Wissen muss nachhaltig sein, es muss anwendbar sein, es muss nicht nach der nächsten Probe wieder abgefragt werden sein. Also vergesslich sein dürfen. Mich würde interessieren, um mal in eine andere Richtung zu beleuchten. Sie haben ja natürlich mit Ihrer Aktion schon eine große Richtung oder große Schritte gemacht und sind da auch schon lange drin. Und ich habe auch auf Ihrer Website wieder den Begriff Bildungsgerechtigkeit gefunden.
Mich würde interessieren, was ist Bildungsgerechtigkeit für Sie und was ist eine gute Schule? Bildungsgerechtigkeit ist für mich dann eingetreten, wenn jedes Kind aufgrund seiner sozialen oder unabhängig von seiner sozialen Herkunft die gleichen Möglichkeiten hat. Punkt. Und da gehört definitiv dazu, dass es keine Selektion über die Qualität des Elternhauses geben darf. Und die findet heute statt. Je gebildeter das Elternhaus ist und je mehr finanzielle Ressourcen das Elternhaus hat, umso eher ist der Fortgang in der höheren Schullaufbahn vorhergesehen. Da gibt es genügend Statistiken dafür. Arbeiterkinder oder Kinder aus Familien, die man schlichtweg als bildungsfern bezeichnet, wo kein Elternteil einen Abschluss hat, die sind in der Regel auf der Mittelschule oder gar als Schulverlierer letztendlich anzusehen. Und das liegt einfach daran, dass ohne die Hilfe der Eltern in der Schule ein Fortkommen nicht automatisch gesichert ist. Es gibt immer einen Prozentsatz, der läuft da einfach durch. Es gibt auch heute einen Prozentsatz, der läuft bei uns in Bayern durch das G8 durch. Es sind auch die, die dann gerne zitiert werden. Das funktioniert ja, schaut euch doch das mal an. Aber die Masse eben nicht. Und wenn der Jugendliche zu Hause keine Unterstützung erfährt, die Eltern die Sprache nicht beherrschen und der soll am Nachmittag Hausaufgaben machen und die können sich keine Hausaufgabenbetreuung und können sich auch keine Nachhilfe leisten, dann ist es ein soziales Handicap. Und das gehört abgeschafft. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kann ein vernünftiger Ganztagsunterricht dazu beitragen, dass das richtig gemacht werden kann, weil das Lernen gehört in die Schule. Das Lernen gehört nicht in die Freizeit. Was glauben Sie, warum wir eine derartige Nachhilfeindustrie haben? Wer den Film Alphabet gesehen hat, der weiß, dass es in China inzwischen an der amerikanischen Börse notierte, erfolgreiche Nachhilfeinstitute gibt. Die haben einen solchen Boom, nicht umsonst sind die in den PISA-Bewertungen so wahnsinnig hoch, weil die drillen ihre Kinder auf Teufel komm raus. Und dann brauchen sie auch eine entsprechende Nachhilfemaschinerie dahinter. Und wenn man sich in Deutschland anschaut, wie viele Nachhilfeinstitute es hier gibt und was da alles ausgegeben wird, wenn man das in die Schule noch hineinstecken könnte, dann hätten wir die Ressourcen, die die Kultusministerien angeblich nicht haben. Gute Schule wollten Sie noch wissen. Genau, gute Schule. Und zwar nochmal in dem Rahmen auch, Sie haben jetzt von Chancen auch gesprochen, das würde ich gleich nochmal damit verbinden wollen, nämlich was bedeutet für Sie gleiche Chancen und eben was bedeutet gute Schule? Gleiche Chancen heißt es, dass jedes Kind ja, in der Schule seinen individuellen persönlichen Fähigkeiten entsprechend gefördert wird. Und dass keine schulische Wissensvermittlung, auch keine nachhaltige Vertiefung, wie es immer heißt, oder Wiederholung in das Elternhaus hinausgetragen wird. Ich finde es, ja, ich finde es erstrebenswert, dass die Kinder aus der Schule nach Hause kommen, am mittleren oder späteren Nachmittag und haben alles erledigt und sich dann ihrer Freizeit und ihren sozialen Kontakten widmen können. Und nicht so, wie wir es hier auch erlebt haben, wie es in unserem nahezu gesamten Freundeskreis stattfindet. Wir hatten früher keine familiäre Autofahrt ohne Vokabeltraining. Wir hatten keinen Urlaub ohne Schulsachen dabei. Wenn wir einen Kurzurlaub gemacht haben, es war immer mit an Bord und immer. Du musst jetzt früher ins Bett, du hast am nächsten Tag eine Prüfung. Also das waren Dinge, die haben unser Familienleben derartig beeinflusst, dass ja mit Triebfeder war, hier uns in dieser Form und mit dieser Energie in den Verein hinein zu engagieren. Gute Schule, um das auch noch möglichst umfassend zu beantworten, ist eine Institution, in der die Lehrer also mit Wertschätzung und auf Augenhöhe mit den Kindern einen Unterricht praktizieren, der auf den individuellen Leistungsgrad der Kinder zugeschnitten ist. Gemeinsames Lernen bis zu der Schaltgrenze, wo man unterscheidet, dass jemand jetzt in einen handwerklichen Beruf wechselt oder eben eine Studienlaufbahn einschlägt zum Beispiel. Also bis zum Alter von 14, 16 Jahren sollten alle Kinder gemeinsam miteinander lernen, auch um voneinander lernen zu können. Da sind wir wieder bei dem Punkt, Schule macht Gesellschaft, Sozialkompetenz, anderen helfen, von Schwächeren lernen, die Schwächeren lernen von den Stärkeren. Da gibt es so viele Ressourcen, die wir in unserem selektiven und homogenen Schulsystem einfach flöten gehen lassen, dadurch, dass wir sie immer gleich zugleich stecken, in der irrigen Annahme, dass dadurch die Leistung verstärkt werden könnte.
Das Einzige, was sich dadurch verstärkt, ist die Ruhe für die Lehrkraft. Weil wenn ich lauter Schüler auf gleichem Niveau habe, dann habe ich da vorne mehr als Vortänzer weniger zu tun. Habe ich unterschiedliches Leistungsniveau, dann ist immer ein Teil der Schüler dabei, die da wegschlafen, weil sie es langweilt, weil sie glauben, schon alles zu wissen. Ein großer Teil oder ein anderer Teil ist dabei und muss Fragen stellen. Warum soll ein Fragesteller 25 andere aufhalten? Ja, von denen das 10 längst wissen, die dann sagen, um Gottes Willen, jetzt fragt er das. Ja, ich will doch einen Stoff weiterkommen. Das gibt es in einer guten Schule nicht, weil dort der Schüler selber in den Flur zum Beispiel rausgeht, die rote Schublade öffnet, sich die Mathe-Schulaufgaben samt Lösungen rausholt, die er jetzt in seiner Wochenplanung sich selber vorgenommen hat, jetzt lernen zu wollen. Dann setzt er sich auf ein Sofa, Sie hören richtig, oder auf ein Sitzkissen und macht Mathe. Und zwar mit der Eigenverantwortung, die er dort erlernt. Und zwar unter der Prämisse, ich schade mir ja selber, wenn ich nicht lerne. Und wenn er das dann fertig hat, dann geht er zum Lehrer und sagt, jetzt möchte ich eine Prüfung schreiben. Das ist eine gute Schule. Und wenn das jetzt noch vernünftig, wie vorhin gesagt, auf Augenhöhe mit Wertschätzung funktioniert, dann können Schüler und Lehrer untereinander eine Beziehung aufbauen und müssen nicht auf die furchtbare Form der Erziehung zurückgreifen, weil die Schule hat nach meinem Dafürhalten keinen Erziehungsauftrag. Sie bildet. Ja, sie erzieht natürlich landläufig gesehen die Kinder, aber sie hat keinen Erziehungsauftrag. Ja. Sie soll eine Beziehung herstellen. In unserem Regelschulsystem ist es doch heute ein Problem für manche Eltern, wenn die mitkriegen, dass ein Lehrer der Tochter auf die Schulter gelangt hat oder so. Gehen Sie doch mal bitte in eine gute Schule hinein. Da sitzen teilweise die Kinder auf dem Schoß der Lehrkraft. Das ist etwas, was uns beiden jetzt, ich habe es an Ihrem Blick gerade gesehen, unter Umständen total befremdend oder gar gefährlich vorkommen mag. Aber in einer ganz normalen zwischenmenschlichen Beziehung einer Person, die man über Jahre hinweg kennt, weil die in solchen Schulen zum dritten Mal Montessori, erst im Kindergarten, dann in der Unterstufe, dann in der Mittel- und Oberstufe, den Lehrer über, in dem Fall von mir aus, 10 Schuljahre lang schon kennen. Da darf man eine Beziehung zueinander durchaus haben. Man verbringt so viele Stunden miteinander. Also es ist ja quasi eine menschliche, normale menschliche Beziehung, die ja zwischendurch entsteht in der Zeit und die sich auch in den Schulen wünschen würden. Mich würde auch zu. nur vielleicht als kurze Antwort dazu, das, was Sie gerade vorgestellt haben, diesen Gedankengang, ist das die einzige Art gute Schule oder sehen Sie das eher als Sammlung von verschiedenen Konzepten, die alle funktionieren können? Es gibt jede Menge Konzepte. Das, auf das, was es ankommt, das ist die Fähigkeit des Lehrers und den Spielraum, den er bekommt. Und dann noch den dritten Pädagogen, nämlich den Raum. Der muss einladen zum Verweilen. Der muss ja, eine angenehme Atmosphäre haben. Er darf keine Zwänge ausüben. Er sollte offene Strukturen haben. In solchen guten Schulen gibt es sogenannte Lernwelten. Wir haben jetzt hier in München ein neues Gymnasium eingeweiht. Nicht wir, es wurde eingeweiht. Das hat einen Lernhauscharakter. Da sind die Klassenzimmer geschrumpft. Es gibt keine klassische Bestuhlung mehr wie in der Eisenbahn, wie wir das wohl gelernt haben. Es gibt so gut wie keine Tafel mehr. Es gibt zwar ein Whiteboard, aber mit dem geht man hauptsächlich im Internet oder macht eben Abzüge, was auch geschrieben wurde. Aber der Wissenserwerb, der findet auf dem Marktplatz statt. Der Marktplatz ist pro Altersstufe, also pro Klassenstufe, in dieser Etage, die nennen das Cluster, eine Riesenfläche, wo sich die Schüler mit Sitzhockern und kleinen dreieckigen Tischen ihre individuelle Lernumgebung quasi selber schaffen. Des Weiteren sind bei diesen 4 Klassenzimmern pro Jahrgangsstufe ein Lehrerzimmer mit dabei. Haben Sie in Ihrer Schule ein Lehrerzimmer in der Nähe vom Klassenzimmer gehabt? Um Gottes Willen, die hätten ja gehört, wenn es laut geworden wäre. Die waren ja in ihrem Hoheitsbereich. Ins Lehrerzimmer rein durfte so gut wie kein Schüler, außer mit dem Absentenheft oder so. Das haben mir meine Kinder jetzt noch berichtet vom Gymnasium, dass das Lehrerzimmer eine Tabuzone für die Kinder ist. Die wurden teilweise sogar angeschnauzt, wenn sie sich der Tür zu nahe genähert haben. Und dort Wow. ist der Lehrer integrativer Bestandteil dieser Lernwelt. Und genau so muss es sein. Sonst kann er ja keine Beziehung zu den Schülern haben.
Spannend. Ich würde mal einen kleinen Abschnitt machen, indem ich Ihnen drei, vier Wörter oder Konzepte hinwerfe und jedes Mal vielleicht so spontane kurze Antworten, dass wir da mal einen kleinen Überblick bekommen und der Zuschauer auch einen Überblick bekommt. Wie steht es mit Altersmischung oder den Schülern? Absolut, absolut wichtig und nötig. Der Mhm. Jüngere lernt vom Älteren, der Ältere lernt vom Jüngeren. Ein Mensch, ein Kind im Besonderen, in der Phase, wo es mit Freude und durch Wissensdurst, unbändigen Wissensdurst, wenn man es denn lässt, seine Erfahrungen macht, partizipiert davon unglaublich, wenn ein anderes Kind ihn oder es um seine Meinung fragt und um Nachhilfe quasi bittet. Es gibt Schulkonzepte, in denen die Notengebung aus einem Punkte-Konto resultiert. Dort gibt es einen sogenannten Helfertisch im Lernatelier, wie die das dort nennen. Und dieser Helfertisch hat folgende Bewandtnis. Jemand, der was wissen will, setzt sich dorthin und bittet jemand, ihm zu helfen. Das ist der Helfertisch. Beide kriegen für diesen Akt des sich gegenseitigs helfen oder der Hilfe in Anspruchnahme Punkte, die letztendlich die Notengebung dann ein Stück weit positiv beeinflussen. Wow. Es gibt Schulen, da möchte ich gerne auch dranhängen, Ja, bitte. denen die Lehrer in diesen Lernateliers ihre Schreibtische haben, an denen sie Korrekturen machen, in denen sie sich vorbereiten, in denen sie mit den Schülern reden. Dort sind Ampeln installiert. Rot, gelb, grün. Ist die Ampel auf rot, ist dieser Lehrer nicht zu sprechen. Die Kinder respektieren das. Die warten, bis die Ampel vielleicht auf grün steht. Weil wenn sie auf grün steht, dann will der Lehrer angesprochen werden und für Fragen zur Verfügung stehen. Steht die Ampel auf gelb, dann sollen sich die Schüler genau überlegen, ob sie mit der Frage zu ihm kommen oder vielleicht doch lieber vorher einen anderen Schüler sprechen. Das ist keine arrogante Art des Umgangs, sondern das ist eine Möglichkeit, eine erweiterte Möglichkeit der Präsenz des Erwachsenen mit den Jugendlichen zusammen, des Lehrers mit seinen Schülern und eben das Heranführen an eine kollektive, an eine teamfähige und sich gegenseitig unterstützende Art und Weise des Lernens. Schön. Wie steht es mit Noten? Ein sehr umstrittenes Thema. Es gibt Bücher darüber. Ursula Leppert hat ein sehr interessantes geschrieben, wie viel Energie der durchschnittliche Lehrer allein in die Notengebung investiert. Ich kenne durchaus glaubhafte Berichte von Lehrern, die Ärger mit ihren Vorgesetzten bekamen, weil der Klassenschnitt zu gut war. Nach dem Motto, schrauben Sie den Schnitt runter, wir kriegen Ärger mit den Eltern der anderen Klassen. Die fragen uns, warum ist in unserer Klasse der Schnitt so schlecht und verlangen, dass die Lehrkraft dort einen besseren Job macht. Weil die Eltern sind bedauerlicherweise, und das ist auch ein Grund, warum unser Schulsystem nicht funktioniert, nämlich Konfrontationspartner zum Lehrer geworden, durch die selektiven Maßnahmen, wie in Bayern, ganz besonders nach der 4. Klasse. Die Eltern wollen natürlich, dass ihre Kinder natürlich auch gut abschneiden und irgendwas Schulgewinner werden. Da es ja Schulverlierer und Schulgewinner gibt, wollen sie zu den Schulgewinnern zählen. Ein entsetzlicher Ansatz, ja. Jeder muss aufs Gymnasium, lauter Häuptlinge, ja. Und keinerlei Indianer mehr. Aber das ist auch ein weitreichendes Thema. Aber nochmal auf die Noten zurückzukommen. Ja. Noten sind nicht repräsentativ. Noten sind eine Momentaufnahme von einem vermeintlichen Leistungsspektrum, die in dieser Multimomentsaufnahme oder von mir aus in einer 30-Minuten-Aufnahme eben dargestellt werden. Das hat nichts mit der Kompetenz des Menschen zu tun. Hatte derjenige einen schlechten Tag? Fällt ihm nachher im Bus auf der Heimfahrt die Lösung für die Aufgabe ein und ist der Groschen dadurch gefallen, hat er die gleiche Kompetenz wie die anderen in der Prüfung auch schon. Nur, es hat nicht geklappt. Ja, war er nervös oder bei mündlichen Noten, Ausfragen vor der Klasse, eine Blamage für jemand, der sich nicht vorbereitet hat, das kann stigmatisierende Folgen für jemand haben, wenn er dann verhämt wird. Der Lehrer hat eine solche unglaubliche Kraft und auch Gewalt gegenüber seinen Schülern in solchen Situationen der Notengebung. Und dann kommen noch andere Punkte mit dazu. Viele Lehrer, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen, weil das System sie so zwingt oder weil sie so geworden sind oder gar nicht gerne Lehrer sind. Ich habe Lehrer gehört, die gesagt haben, ich mag keine Kinder. Ganz toll, ja. Die nehmen Noten als Druckmittel. So kurz vor den Ferien. Oder wie jetzt jüngst hier erst passiert,
kommt eine Schülerin und sagt, ey, wir haben gestern so viel Probe geschrieben, stundenlang, ich konnte mich abends nicht mehr vorbereiten, ich war so platt. Können wir bitte die heutige Probe oder das Ausfragen sein lassen? Es wurde ausgefragt, diese Schülerin. Das ist ein Machtmissbrauch in meinen Augen. Das hat nichts verloren. Das sind auch Lehrkräfte, wenn die so strukturiert sind, dann sage ich, da läuft hinter der geschlossenen Tür ein Stück weit seelische Körperverletzung. Und das ist etwas, was wir nicht mehr brauchen können. Ich will auch keinen Unterricht mehr haben, der durch einen Lehrer alleine abgehalten wird. Lehrer müssen einander gegenseitig besuchen dürfen und wollen. Die müssen in einer Art Supervision miteinander über ihre Methoden sich austauschen und verbessern, sich anpassen. Sie müssen den kindgerechten Unterricht, einen mediengerechten Unterricht machen. Wie viele Lehrer können überhaupt nicht mit modernen elektronischen Geräten umgehen? Die Kids sind ihnen Lichtjahre voraus. Wie wollen die denen was erzählen? Dann gibt es Lehrer, die verbieten also Handys im Unterricht. Das mag sich schlüssig anhören, weil sich manche gestresst fühlen dadurch. Aber die sind eben nur gestresst, weil sie das Medium nicht richtig einsetzen. Warum soll man nicht mal schnell was googeln? In der guten Schule gibt es draußen auf dem Marktplatz einen Access Point für Internetrecherche für die Kinder. Zu Hause geht es doch auch. Warum darf das in der Schule nicht sein? In der Schule ist Handyverbot. Ja, wo sind wir denn? Im 19. Jahrhundert? Man bekommt in dem Rahmen fast ein bisschen den Eindruck der Konservierung von einem gewissen Zeitzustand, ne? Ja. Ich möchte mit den Begriffen ein bisschen weitermachen, dass wir noch ein breiteres Spektrum abdecken. Und zwar, wie steht es mit Schulzwang? Entschuldigung, mit? Mit Schulzwang. Schulzwang. Ja, auch so ein Thema. Da wird ja teilweise Sorgerechtsentziehung praktiziert. Ja, gerade auch im Kontext von Homeschooling zum Beispiel. Richtig, ja. Ich finde, es sollte eine Bildungspflicht geben, aber im Grunde genommen ist alles also anstelle der Schulpflicht. Im Grunde genommen ist eigentlich alles, was verpflichtend vorgeschrieben wird, schon mal von Haus aus eine Art Überregulierung. Wir sollten eine Gesellschaft haben, in der es ganz selbstverständlich ist und in der gerne gelehrt wird und gelernt wird. Und sobald wir das haben, erübrigt sich die Frage vollkommen von alleine. Ja. Und Homeschool, Ja, bitte. warum nicht? Ja. Man müsste sich ein Regelwerk dafür ausdenken, wenn es denn überwacht werden sollte. Aber wir fordern ja in unserer bundesweiten Bildungsreform ohnehin, dass sämtliche Lehr- und Lernmethoden gegenübergestellt werden, positive und negative Auswirkungen, und dann geschaut wird, wie eine Schule der Zukunft stattfinden kann. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man auf diesen Schulzwang verzichtet. Hier in Bayern und in anderen Bundesländern schaut es da teilweise nicht anders aus. Da werden die Sicherheitskontrollen in den Flughafenhäfen angewiesen, am letzten Schultag oder 2 Tage vorher Kinder, die so ausschauen, als ob sie noch schulpflichtig wären, zu befragen und dann die Eltern mit Bußgeldern zu belegen. Tatsächlich. Wo sind wir denn? Ist ja Ja, verrückt, ne? weil die wollen gern noch den Tarif der Nebensaison mitnehmen, weil die Schulsaison ist ja gleichzeitig Hauptsaison. Ja, wenn die 2 Tage vorher buchen, dann sparen sie sich 20% Reisepreis und dann melden sie ihre Kinder krank. Ist natürlich auch nicht gerade toll, aber diese Zwänge, die daraus entstehen, das finde ich entsetzlich. Ist ja verrückt. Zum nächsten Begriff, Selbstinitiative oder Fremdlenkung? Für wen? Für den Schüler. Fremdlenkung meinen Sie jetzt durch den Lehrkörper? Genau, also sozusagen so die Beeinflussung durch Lehrer, ich sage jetzt mal Beeinflussung im weiteren Sinne. Fremdlenkung, das geht dann schon eher in Frontalunterricht oder so rein, aber sozusagen, wie weit beeinflussen, wie weit selber machen lassen? Ein guter Lehrer, also einer, der bei den Kindern gut ankommt, ist ja schon mal allein durch seine Präsenz und durch seine Persönlichkeitsautorität eine die Kinder lenkende Persönlichkeit. Und das Prinzip der Spiegelneuronen folgend, lenkt eine jede Person, die die mit den anderen zusammen ist und eine gewisse Vorbildrolle einnimmt, selbige. Also so eklatante Fälle von Fremdbestimmung gibt es in meiner Vorstellung einer guten Schule nicht. Weil spätestens wenn einer dieser beiden Lehrer mit so einem Schmarrn anfängt, muss ihm der andere eigentlich eins ans Schienbein treten. Also im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, der Lehrer in ihrem Modell ist nicht
oder beeinflusst die Schüler nicht durch die Autorität und den Zwang, der ihnen durch das System gegeben wird, sondern sagen wir, er strahlt durch seine Persönlichkeit oder beeinflusst durch seine Persönlichkeit, sodass der Schüler von sich aus sagt, ach so, von dem kann ich was lernen, von dem kann ich was nehmen, an den kann ich rantreten und ihn fragen. Verstehe ich das richtig? Richtig. Ah ja, sehr gut. Ich möchte mal noch drauf schauen, wie Sie eigentlich so gemessen an Ihrer eigenen Zielstellung, wo Sie da gerade schon stehen. Und zwar, Sie haben ja vorhin auch gesagt, okay, die Zielstellung geht in Richtung auch Information und natürlich das auch vorantreiben. Wenn Sie sich jetzt selber so eine Art Strahl von Ihrer Wirkung mit dem Verein vorstellen, Zeitstrahl oder was auch immer für einen Aktionsstrahl, wo stehen Sie da gerade und wo möchten Sie noch hin? Also wir haben eine Phase erreicht, in der wir ganz genau wissen, wo der Hase langläuft. Wir haben eine Phase erreicht, in der uns zu unserem Entsetzen klar geworden ist, dass es Elternorganisationen gibt, die ihr Fähnchen in den Wind hängen. Vermeintliche Elternorganisationen. Wir haben eine Phase erreicht, in der wir festgestellt haben, dass viele vermeintlich reformfordernde oder gar reformwillige Organisationen, die sich zum Beispiel im Bereich vernünftiger Lehrmittelbereitstellung oder in Bereichen von Schüler- und Lehrernachhilfe und Fortbildung tummeln, auch nicht daran interessiert sind, eine Bildungsreform zu befürworten, weil sie nämlich mit den Missständen ihre Kohle verdienen. Und das ist ein so eklatanter Missstand. Gut, da stehen wir. Wir haben das erkannt und wir wollen darin, dass wir in dieser Bildungslandschaft ein echtes Eltern- und auch Lehrer-Mitspracherecht bekommen, um eben eine gute Schule leben und erleben zu können. Das ist unser Ziel. Wie steinig unser Weg in dieser Richtung noch ist und wie weit sich das auf eine Kurve noch nach oben schrauben lässt, das kann ich Ihnen dann mal sagen, wenn wir vielleicht den nächsten Schritt erreicht haben. Bislang war es ausgesprochen spannend und sehr, sehr lehrreich für uns, hinter die Kulissen zu gucken und diese Mechanismen mit zu verstehen. Zum Beispiel, dass das Bildungssystem, wie es jetzt existiert, geschaffen von den Menschen, die heute noch im Amt sind, mit Sicherheit nicht durch die Menschen, die es mal erschaffen haben, die heute noch dort im Amt sind, ad absurdum geführt wird. Weil die wenigsten Menschen die Größe besitzen, zu sagen, das, was ich bisher gemacht habe, war vielleicht nicht so toll. Es gibt Besseres. Die trauen sich schlicht und ergreifend nicht. Genauso wie ein Kultusminister, der eine Schule besucht, die so funktioniert, wie ich es Ihnen geschildert habe, und das gut befindet, in einem Bundesland wohnend, sich aufhaltend und dort sein Amt ausübend, wo der gesamte bildungspolitische Ausschuss auch diese Schule besucht hat und begeistert war, wo es jede Menge Zeitungsberichte darüber gibt, wo sogar der oberste, der für diese Schulform zuständige Mitarbeiter im Kultusministerium einen Lobesbrief an das Rektorat geschrieben hat, dass diese Schule so toll funktioniert, dass all die nichts dafür unternehmen, dass diese Erfolge, die dort erzielt wurden, in anderen Schulen umgesetzt werden. Das ist für mich sowas von unbegreiflich und das Wow. spornt mich umso mehr an. Es ist ungefähr so, wie wenn ein Automobilhersteller zu einem Erfinder geht, der ein Auto erfunden hat, was mit der Hälfte des Sprites laufen kann und viel mehr Passagiere aufnehmen kann und es nicht umsetzt, weil seine bisherigen Autos immer noch gut verkauft werden. Was ja nicht manchmal nicht unüblich ist, tatsächlich jetzt in aktueller Praxis. Die Frage ist nur, ob man das in Zukunft weiter so haben möchte und ob das nachhaltig ist, ne? Richtig. Sie haben natürlich jetzt auch ein paar negative, oder was heißt negative, aber ein paar sag mal eher Lernerfolge, nennen wir es Lernerfolge, gehabt. Mich würde interessieren aber auch noch, wie sich das mit Unterstützern entwickelt hat. Also vielleicht mal auch auf der persönlichen Seite. Also zum Beispiel hat sich durch Ihr Engagement in Ihrem Umfeld was geändert? Haben Sie Freundschaften verloren, Freundschaften gewonnen? Was sind Meinungen von anderen Leuten und von Unterstützern, die jetzt dazugekommen sind? Die Meinungen vieler Unterstützer, die dazugekommen sind, und das sind ja inzwischen über 2000, sind in Form von persönlichen Kommentaren auf unserem Portal nachzulesen. Man kann sich beim
Eintrag seiner Unterstützerstimme, nämlich dort mit einem Statement in auch kurzer Art verewigen oder sie in unsere Rubrik Feedback eintragen lassen. Die persönlichen Rückmeldungen, die wir bekommen, die sind durch die Bank weg ausgesprochen positiv. Es gibt ein paar wenige Anfeindungen, aber die kommen genau aus den Bereichen, wo wir sagen, Leute, so nicht weiter. Das darf nicht sein, das kann gar nicht sein, das geht nicht, wie ihr das hier tut. Das sind Besitzstandswahrungen übelster Art teilweise, aber die sind Gott sei Dank verschwindend gering, aber leider teilweise in Schlüsselstellen in den bildungspolitischen Prozessen bis hin zu vorhin zitierten Elternorganisationen, die sich weigern, mit uns zusammenzuarbeiten. Die Kontakte, die wir machen durften und die Bekanntschaften, die wir geschlossen haben über unsere Bestrebungen der Bildungsreform, die sind sowas von toll. Wir haben jede Menge wunderbare Menschen kennengelernt. Und ich habe in den vielen Hospitationen, in den unterschiedlichen Schulen, in denen ich war, auch so viel wertschätzende und ja, bodenständige und erfolgreich in sich ruhende Menschen kennengelernt. Ja, die möchte ich nicht mehr missen. Es ist durch die Bank eine wunderbare Familie, hört sich jetzt pathetisch an, aber eine Gemeinde, die ganz genau weiß, von was sie redet und sich auch eingesteht, immer wieder und jeden Tag eigentlich aufs Neue. Ich hatte jetzt heute ein Gespräch mit der Lehrerin, die sagt, ja, ich weiß, in meiner Klasse, ich schieße auch über mein Ziel hinaus, ich ärgere mich dann sogar über meine Kinder, aber ich habe Gott sei Dank die Fähigkeit, ich kann das jeden Morgen löschen. Die Festplatte wird jeden Morgen neu formatiert und hochgefahren. Das ist eine so geniale Fähigkeit und auch Fertigkeit und eine Notwendigkeit für jemand, der tagtäglich in einem so einem kleinen Irrenhaus sich aufhält, wo 12-, 13-Jährige rumtoben, die eigentlich mehr Bewegungsdrang als Sitzfleisch haben und denen sowas beigebracht werden. Das ist eine echte Herausforderung. Ja. Aber solche wertvollen Menschen haben wir da haufenweise kennengelernt. Toll. Mal als kleinen Ausblick noch. Was sind Ihre Ziele und was würden Sie bewirken wollen? Bewirken ist eine gute Schule. Ich möchte gerne, dass das, was bisher an den auch teils von uns identifizierten guten Schulen und auch eigentlich in der Öffentlichkeit als gute Schulen anerkannte Institutionen praktiziert wird, dass das multipliziert wird, dass die Lehrerausbildung verbessert wird und dass ein Bewusstsein dort eintritt, dass man dass die Situation zwischen Eltern und Lehrer entspannt, die Konfrontation wegnimmt, die Selektion sein lässt, unnötigen Notendruck oder Noten sogar gänzlich sein lässt. Das sind die Ziele, damit eben Schule eine vernünftige Gesellschaft macht oder machen wir es anders, eine bessere Gesellschaft machen. Eine Gesellschaft, wie Sie auch vorhin angedeutet haben, in der das Soziale, das Miteinander mehr im Vordergrund steht und eben solche Sachen, wie Sie schon gesagt haben, Nahrungsmittelspekulationen oder andere, sagen wir mal, schlimme Sachen, die wir auch tagtäglich lesen müssen, natürlich auch nicht passiert. Ja, Oder weniger passiert. richtig. Ich möchte Ihnen an der Stelle vielleicht nochmal eine kleine Möglichkeit geben, einen Gedanken, der Ihnen wichtig ist, wenn Sie sozusagen das alles nochmal kondensieren müssten oder möchten, was Ihnen in dem Zusammenhang auch im Kopf herumschwebt, was Ihnen wichtig ist und so weiter, und Ihnen vielleicht diesen Raum nochmal geben. Was wäre das, was Sie dann sagen möchten? Bürger, alle, die an Bildung interessiert seid, informiert euch und bekundet euren Willen und sorgt dafür, dass der gesellschaftliche Bildungsauftrag so formatiert wird, dass er diesen Forderungen gerecht wird und dass man nicht an etwas festhält, weil man es schon immer so gemacht hat. Sondern stattdessen nach den Möglichkeiten guckt, die jetzt schon verfügbar sind, wie Sie beschrieben haben. Es waren ein paar tolle Beispiele dabei mit den Schulen, Richtig. die Sie genannt haben, mit den Ideen. Und schaut, dass man die Sachen macht, die möglich sind, die man jetzt versteht, wie sie funktionieren auch im Gehirn und die wirksam sind, wo man auch merkt, dass sie funktionieren. Ja. Sehr schön, sehr schöne Herangehensweise. Herr Becker, ich bedanke mich für das Gespräch
für alle Zuschauer, die die Aktion Gute Schule finden möchten. Sie können auf guteschule.eu gehen, dort finden Sie auch mögliche Links zu auch der Online-Petition, dort finden Sie andere Möglichkeiten, sich zu informieren und natürlich mit Herrn Becker und der Aktion in Kontakt zu treten. Mein Name ist Hagen Grell, das war auf dem Prüfstand. Herr Becker, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich außerordentlich für die Gelegenheit, mich hier ja, in dieser Form und dieser Ausführlichkeit äußern zu dürfen. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche mir ja, noch viel, viel mehr Unterstützer, damit unser Weg bald mal noch mehr Früchte trägt, als er jetzt schon tut. Danke. Vielen Dank.